wieder, bevor jemand nach denen sucht. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4, nachdem wir hier gerade von den Shoreline-Clowns überrascht worden sind. Können wir jetzt doch dann mal einfach schön gemütlich weiterspielen. Wir sind hier, Sam und Nate befinden sich in Schottland. Ja, und es geht weiter auf der Suche nach Averys Schatz. In den letzten Folgen, da ist irgendwie der Sound total beschissen und abgekackt. Ich hoffe jetzt, dass es mal besser wird. Irgendwie, weiß ich nicht, Mikrofon oder Elgato-Einstellungen, die da nicht so entsprechend waren, wie ich es gern gehabt hätte. Aber dummerweise habe ich da gleich einen Haufen Folgen hintereinander fabriziert. Ja, drum waren die letzten 5 Folgen alle scheiße. Vom Sound her. Okay, ich lass mal, was ist denn jetzt mit dem Sam? Kommt der mit oder? Auch egal. Ja. Dann hatte ich auch immer noch, wenn der Sound da mal gut war, da hatte ich irgendwie dann einen Knacken drauf. Aber wenn mir da einer einen Tipp geben kann, das wäre mega cool. Ich weiß leider nicht, woran das liegt. Ich doktor da die ganze Zeit dran rum und versuche das irgendwie besser zu bekommen. Aber leider, verschlechtert sich der ganze Spaß immer nur. Naja, jetzt schauen wir mal, wie das wird. In wenigen Minuten wissen wir mehr. Ja, jetzt schauen wir mal. Sam ist mittlerweile auch irgendwo unterwegs. Ja, da ist er ja. Okay. Dann lass mal gucken, werfen wir hier mal unseren Enterhaken drüber. Und da hoch, oder? Okay, Hammer. Klappt es? Sam, die Leiter da, ich komm nicht dran. Okay, warte. Kommt nicht an die Leiter dran. Hilf mir hoch. Hilf mir hoch, alles klar. Wir helfen Sammy nach oben. Also den Quatsch spiele ich direkt sogar schon zum zweiten Mal, weil ich hier erst ein bisschen testweise gespielt habe. Und trotzdem weiß ich nicht, wo lang. Wie war das jetzt? Okay, genau so. Zack, hat's. Aber wie es jetzt da weitergeht, das muss man noch nicht da. Wir lassen uns einfach mal auf das Abenteuer ein. Okay. Da ist er. Der Schlafraum der Mönche. Nur ein paar Katzensprünge entfernt. Sag doch sowas nicht. Okay, Leute, dann darunter. Ja, auf geht's. Runter geht die Rutschpartie. Ja, also, wie gesagt, zwecks dem Ton wäre es echt klasse, wenn da einer mir helfen würde. Oder was benutzt ihr da für Mikrofone? Ich mache ja den ganzen Spaß irgendwie erst seit wenigen Wochen und mir fehlt da total das Know-how. Spielen wir weiter. Nein. Okay, das haben wir auch gut hinbekommen. Aha. Wo ist der Bruder? Kommt der nicht? Wir klettern mal hier weiter. Okay. Sam ist mittlerweile auch da. Okay, und jetzt? Fallen lassen, um Gegner anzugreifen. Naja, okay.
Das hat gut geklappt. Wem sagst du das? Okay. Zack. Gut, die beiden Trotteln, die haben wir jetzt erledigt, beziehungsweise die drei Trotteln. Jetzt haben wir wieder da das Gezähler, dass da hinten Haufen Shoreline-Schwachköpfe stehen. Und ich bin wirklich keiner, der gerne rumballert und rumschießt. Ich weiß nicht, ich hätte das vielleicht auf leicht einstellen sollen. Im Moment spiele ich aufs Mittel. Und es gibt noch Forscher. Ich weiß gar nicht, was bei Forscher ist. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Rennen die vor einem weg, das wäre richtig geil. So, alles klar. Wie gehen wir vor? Wo ist der Sammy? Nein. Schnell runter. Nein, jetzt hat er mich. Jetzt ist natürlich wieder Gezeder angesagt. Ich wollte das diesmal irgendwie eleganter lösen. Aber ich sehe gerade, ich löse gerade alles extrem unelegant. So, ich brauche erstmal irgendwo eine Deckung. Wenn ich hier nicht gleich todesmäßig draufgehen will. Aber wo ist... Wo ist der Sam? Da! Okay, wir haben auch noch Dynamitstangen. Ich weiß gar nicht, ob wir die so weit werfen können. Nein, im Gegenteil, ich Depp habe sie direkt vor mich geworfen, oder? Nee, doch nicht. Naja, vielleicht können wir so Stück für Stück jeden abknallen. Kommt da noch einer raus? Nein, Lea, verdammte Axt. Okay, alles klar, hier lag doch schon was. Jetzt haben wir wieder 51 Schuss, was halt sau wenig ist, was da hinten noch. Dynamit, okay. Was liegt hier noch so rum? Okay, wir gehen da wieder zurück in die Schießerei. In der Hoffnung, dass das auch bald ein Ende hat. Da oben. Okay, da ist noch irgendwo... Der ist immer noch nicht down, der Typ. Jetzt aber, oder? Weg. Okay, den müssen wir jetzt bekommen. Der regt mich tierisch auf. Aber anscheinend scheiß Winkel. Okay, ich schnapp mir den anders. Munition ist eh aus. Aber dürfte doch einiges rumliegen. Wir knallen den Burschen so ab. Das muss ja irgendwie jetzt funktionieren. Okay, jetzt haben wir wieder eine scharfe Waffe. Eine gute scharfe Waffe. Jetzt müssen wir da noch raufkommen. Okay. Also ich denke mal, das ist wirklich der letzte Trottel. Ja, haben wir es geschafft, Gott sei Dank. Los, schnell weiter. Ich finde das Spiel wirklich klasse. Macht ununterbrochen Spaß. Aber ich bin keiner, der da bei solchen Spielen auf irgendwie auf Schießen und Ballern aus ist. Aber es gehört dazu und es rundet die ganze Sache ein bisschen ab. Weiter geht's, was kann man denn hier noch mitnehmen? Wir haben doch hier nicht einfach umsonst rumgeschossen, ohne dass irgendwas war. Liegt hier irgendwas rum? Voll. Schauen wir uns mal hier um.
was da so Schönes ist. Aber gerade so auf den ersten Blick finde ich hier nichts, was uns irgendwie weiterhilft. Beziehungsweise nicht weiterhilft, irgendwie ein Schatz oder sowas. Sonst normal findet man irgendwelche Münzen, Dublonen oder anderen Krimskrams. Das ist irgendwie sehr mau. Aber okay. Ich habe ein bisschen geschaut, das reicht mir. Weiter geht's. Darunter oder... hier. So, wir klettern weiter. Auf den Weg in Richtung Geheimnis des Piratenschatzes. So, lass mal schauen jetzt hierher. Wo ist der Bruder? Nervt mich. Das sehen wir nicht. Wo müssen wir hin? Wir müssen da raufschwingen, oder? Hui. Okay. Und großen Sprung. Das hat sehr gut geklappt. Nach oben geht's. Da wird uns schon die nächste Hilfe angezeigt. Hinter diesen Mauern. Okay. Den Sam höre ich ja auch schon rumhüpfen. Wo ist er? Da ist er. Alle wieder vereint. Okay, jetzt sind wir hier rüber. Oh, für diese Schlucht springen wir nicht. Wir müssen einen Weg herumfinden. Okay, einen Weg herumfinden. Und wo entlang? Da sind wir hergekommen. Und wir müssen darüber. Ist da irgendwo noch ein paar Griffe, an denen man sich festhalten kann? Nee. Da ist nichts. Na dann, kann sie eigentlich nur da entlang gehen, oder? Na gut, machen wir das mal. Ich hoffe mal, dass es hier ohne Schießerei weitergeht, aber ich sehe schon, es geht genau wieder mit Schießerei weiter. 1, 2, 3. 3, die ich jetzt sehe hier. Trotzdem, was glaubst du, würde sie tun? In Stücke reißen. Ganz genau. Atme tief durch und geh mal eine Runde. Jetzt schauen wir mal, vielleicht können wir einen lautlos fertig machen oder gleich alle drei. Ach, scheiß drauf. Okay. Gehen wir gleich mal in Deckung. Nein! Nein, das ist es gewesen. Wie cool. Das waren jetzt echt nur drei von den Shoreline-Clowns. Okay, darauf. Das haben wir alles. Wo rennt der Sammy hin? Keine Ahnung. Jetzt lass mal schauen. Wenn ich da runterrutsche, dann neigt sich mein Leben dem Ende zu. Ah, hier. Da. Darüber. Okay, alles klar. Machen wir hier. Ui. Oh, oh. Nein, 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 nein. Jawohl. Hat geklappt. Hier lang. Okay, er kommt mit. Weiter geht's, großer Sprung. Und nu? Ah, hier, da sind auch wieder Griffe im Felden. Schauen wir mal. Mit dieser Technik kommt er ja doch recht gut rüber. So, darauf. Hochziehen, fertig.
Sehr gut. Alles klar. Durchatmen. Wir müssen noch mehr rutschen. Das hier sieht etwas gefährlicher aus. Wir müssen noch mehr rutschen. Okay, lass mal schauen. Wir müssen... Keine Wahl. Ja, keine Wahl. Okay, alles klar. Na, was ist los? Da rutscht er gar nicht. Doch. Nein, nein, nein. Okay, das haben wir geschafft. Sehr gut. Dann schaffe ich das auch. Da geht's weiter nach oben. Besser als Bungee springen. Warst du schon mal Bungee springen? Okay. Das hier ist klar besser. Sehr gut. Das hast du also all die Jahre gemacht. Durch Ruinen hüpfen. Ja, das. Und jetzt einen großen Sprung, liebe Leute. Halt andersrum. Schlagen. Eins, zwei und okay. Sprung. Okay, jawohl. Das hat super funktioniert. Und jetzt. Und jetzt. Weiß ich nicht weiter. Da ist nichts. Doch, da ist was, aber... Da müssen wir eigentlich gar nicht hin, oder? Oh, doch! Kann das sein? Halt, falsch. Wenn wir zu der Brücke gehen, dann haben wir es. Fall ich da nicht daneben? Achtung und... Ja. Oh, da liegt sogar ein Schatz, wie geil! Aber das ist gar nicht... Was haben wir da? Sie haben einen Schatz gefunden. Den schauen wir uns später mal an. Okay, jetzt müssen wir doch nicht da lang, sondern nach oben wieder. Na, was ist los mit dir? Verlass nicht die Kräfte. Jetzt hat. Okay, ich habe gedacht, du hast einen Durchgang. Da haben wir dafür einen Schatz gefunden, was ja auch recht cool ist. Und nu? Ah, da wieder drauf. Okay. Okay, das hat gut geklappt. Nach oben. Und dann... Und dann... Da hoch. Sprung dahin. Rüber und fertig, oder? Oh, was mache ich denn zum Blödsinn? Nicht ganz. Wir müssen höher, um über die Schlucht zu kommen. Okay. Wo ist er denn? Ich hoffe, das Rutschen ist vorbei. Meine Hose ist voller Schotter. Und er meint nicht Geld. Okay. Wir müssen... Ah, hier, Leute, da sind wieder Griffe. Das ist das Schlafraumtor. Okay, da wird es dann hier raufgehen. Probieren wir das mal. Bisschen müssen wir uns hier ausbalancieren, dass der Nate gescheit springen kann. Und dann weiß ich auch nicht. Hier, Logo, alles klar. Ja, wir sind hier schön noch im Rennen. Das läuft ja im Moment prima. Bin ganz zufrieden. Ja, Leute, dann machen wir an der Stelle mal einen Break und würde mich freuen, wenn ihr euch die nächste Folge auch gleich reinzieht. Wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen über einen Daumen. Ansonsten bis später. Ciao.